So, das ist dieses Blau, das werde ich hier unten für Wasser verwenden. Dazu gebe ich noch etwas Terpentinersatz, damit es dünner wird. Also so ungefähr sieht das aus. Und das werde ich jetzt mit Schwamm verteilen. Das ist keine große Kunst. Und weil hier so ein Strich ist, werde ich das hier ganz gerade halten. So etwa. Und ich reibe jetzt die Farbe, das ist so eine Fundierung eigentlich, das ist ja nichts Besonderes. Und das ist unser Wasser, das ist unsere Wasserfarbe. Malen wir Wolken. Das ist einfacher als man denkt. Wir fangen hier an, sowas Rundes, dann wird es etwas länglicher, dann wieder rund. Wir ziehen das jetzt einfach so durch, diese weiße Farbe. Der Himmel soll etwas bewölkt sein, weil in der Malerei ein hellblauer Himmel ohne andere Farben ist langweilig. Deswegen malen wir ein bisschen mit Wolken. So. Aber einfach frische Bewegungen. Und da sind schon Wolken entstanden. Weil Wolken nämlich etwas gräulich aussehen, mische ich jetzt ein bisschen Schwarz zu weißer Farbe. Und es wird dann so blau-gräulich. Und diese blau-gräuliche Farbe mische ich zu den Wolken, zu dem Himmel. Wo man möchte. So ganz grob. Vielleicht hier so drunter. Bei Wolken gibt es ja keine Regelung sozusagen. Farbe kann überall durchdringen. Und dann so runden, abrunden, so rollen vielleicht noch. Machen wir jetzt diese Wasserspiegelung hier. Das heißt, das wird hier auf dem Wasser reflektiert, dieses Licht von den Wolken, und wischen wir hier. Das kommt bis nach unten. Und das wischen wir die ganze Zeit. Und wir suchen jetzt, wo ist die stärkste Lichtquelle oben, und da drunten machen wir die Spiegelung. Hier zum Beispiel ist auch gut. Dann wischen wir so weiß und verteilen wir diese
weiße Farbe sozusagen. Auf Wasser. Also unten kommt genau das, was oben ist. Ist ja klar. So, dann machen wir hier noch. Ist ja auch sehr weiß. Okay, jetzt haben wir die Wärme sozusagen bekommen. Und diese Wärme werden wir auf Wasser übertragen. So, das Gleiche wird hier auch mit dem Wasser passieren natürlich. Das spiegelt sich auf dem Wasser ganz minimal nur. Ganz minimal diese Spiegelung. Auch gerade, sehr wichtig. So, wir tragen das jetzt weiter hier. Dieser Sonnenstrahlen tanzen auf dem Wasser. Dahin wird weniger, also Hauptsache etwas hier zentral,